Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Soul Calibur 6 Mission Bagger der Seelen mit Rhea. Also Storys mal wieder. Und ja, wenn ich mich recht entsinne, haben wir beim letzten Mal ein kleines Treffen mit Gro gehabt und haben. Ja, wir haben einmal das Funkeln des Schwertes gemacht. Und das wollte ich. Das hatte ich dann aber ja. Dadurch, dass ich das halt ganz am Ende der Folge gemacht habe und ich die Folge dann auch beenden wollte und es beim ersten Try nicht geschafft habe, wollte ich das dann jetzt in dieser Folge nochmal machen. Gut. Kriegt er das geladen oder nicht? Der rückelt jetzt wieder ein bisschen quasi vor sich am Ladebildschirm. Aber naja, solange der nur am Ladebildschirm jetzt Probleme hat, geht es ja noch. Im Kampf wäre es schlimmer. Auch wenn es trotzdem ein bisschen ärgerlich ist, dass er offenbar etwas länger jetzt zum Laden braucht. Okay, hat er. Gut. Okay. Nicht gut. Hey. Ey, kannst du das mal lassen, so viel dir? Okay, das war. Okay, nicht gut. Ey. Hallo. Aber. Fuck. Oh. Glück gehabt. Das war knapp, Giz. Da habe ich ganz knapp den geholt. Fuck, da wollte ich grabben. Gut. Okay, aber ich bin im gelben Bereich. Fuck. Ja, das ist jetzt natürlich blöd für mich, weil ich da jetzt den. Gut. Jetzt habe ich die Immunity. Das ist sehr schön für mich. Gut. Boah. War knapp, aber habe ich nochmal gut gelöst bekommen mit dem. Mit der Immunity. Okay. Komm, nicht gut. Okay. Nicht gut. Ja. Okay, schade, aber. Aber ich habe relativ lange. Fuck. Nicht gut. Aber. Das ist echt nicht. Fuck. Das wäre jetzt blöd. Nicht gut. Oh, fuck. Nicht gut. Den werde ich absolut verlieren. Fuck. Das war ziemlich schlecht noch. Und da habe ich gehofft, dass ich ihn eigentlich. Gut. Ja. Nicht gut. Schon besser. Aber. Gut.
Das Mögliche ist. Oh, pur Glück gehabt. Also das wäre klug gewesen, da die Seelenladung noch einzusetzen. Nee. Boah, bei diesem Kampf habe ich mich echt so mega konzentriert, dass ich echt. Nicht viel geredet habe. Ich brachte Sophitia aus dem Gleichgewicht, jedenfalls dachte ich das. Sie kauerte nieder und schlug blitzschnell zu. Ich setzte zum Parieren an, aber ich merkte, dass ich es nicht rechtzeitig schaffen würde. Ich stellte mich darauf eingetroffen zu werden, doch meine Waffe bewegte sich schneller, als ich es für möglich gehalten hätte. Und es gelang mir, den Angriff abzuwehren. Überrascht stellte ich fest, dass unsere beiden Waffen mit einem und denselben jenseitigen Licht anfunkelten. Wie ich sehe, wurdest du auch von den Gunst der Götter, auch mit der Gunst der Götter gesegnet. Stimme. Sophitia senkte ihre Waffe, nachdem Ende des Kampfes seufzte Rafiana laut. So sieht also ein Kampf zwischen zwei heiligen Kriegern aus. Du meine Güte, was für ein Spektakel. Dein Talent im Schwertkampf ist phänomenal, Sophitia. Danke, Rafion. Rie, ich muss mich dafür entschuldigen, dich zum Kampf gedrängt zu haben. Rafion und ich werden heiraten. Wir sind heute gekommen, um meine Kampfausrüstung zum Schrein zurückzubringen. Einen Moment lang ließ Sophitia den Kopf hängen, als ob sie sich schämte. Als sie wieder aufschaute, schmückte ein wunderschönes Lächeln ihr Gesicht. Wenn jemand wie du mit dem Segen der Götter kämpft, kann ich beruhigt sein. Vielen Dank für alles. Das erklärt zumindest, warum die Waffen und die Rüstung hier manchmal verschwinden. Die Götter vertrauen sie auch anderen an. Mögen die deinen dich gut schützen. Sophitia und Rafion gingen Seite an Seite zum Altar und legten ihre heiligen Gegenstände nieder. Ich ging davon und hoffte, dass den beiden rosige Zeiten bevorstehen würden. Das ist so böse, wenn man halt weiß, was mit denen passiert. Oh, das ist so das ist echt fies dann. Das ist echt richtig fies. Die tun mir so mega leid. Okay. Also das ist das. Chinesische Schwertkopf. Krieger mit goldenem Schopf oder Kopf. So eine Stärke. Das Ding. Gut. Dann werde ich als erstes mal Tarsus. Mal schauen, was hier noch ist. Oh, Festung der Illusion. Auf meiner Reise kam ich an einen vertrauten Ort vorbei. Ich erinnerte mich, wie ich Geralt einst vor langer Zeit in der Nähe getroffen hatte. Ich folgte meinen Erinnerungen daran, wie ich die Festung erstmals gesehen hatte, aber als ich dort ankam, war sie verschwunden, spurlos. Die Berge, die Bäume, alles war so wie in meiner Erinnerung, aber die Festung war nirgendwo zu sehen. Ich ließ meinen Blick über die grüne Wiese vor mir schweifen, während ich in Gedanken nach Antworten suchte. Da bemerkte ich einen alten Mann, der in einen langen schwarzen Mantel gehüllt war und dort stand, wo die Festung hätte sein sollen. Duda, weißt du, was hier geschehen ist? Der alte Mann sprach mit geschlossenen Augen. Eines Abends, vor etwa einem Jahr, gab es hier einen schweren Sturm. Ich wurde von meinem Begleiter getrennt und irrte ziellos in der kalten Dunkelheit umher. Dann sprach aus dem Nichts die Stimme eines Engels zu mir und führte mich hierher. In jeder Nacht entdeckte ich die große Festung hier. Sie war auf keiner Karte verzeichnet, doch ich irre mich nicht, sie war hier. Wer war dieser Mann? Er fuhr mit seiner Geschichte fort, während er seine Augen weiterhin geschlossen hielt. Ich verbrachte die Nacht hier. Obwohl die Burg einen uralten und heruntergekommenen Eindruck machte, gab es Anzeichen dafür, dass sie bewohnt war. In ihren Hallen fand ich wunderliche Möbelstücke, mysteriöse Objekte und Unmengen an Büchern, die in einer fremden Sprache verfasst waren. Womöglich Folianten mit mystischem Wissen. Ohne mich damit brüsten zu wollen, aber bin ich doch ein belesener Gelehrter. Und dennoch konnte ich weder das Zeitalter noch das Volk bestimmen, das für diese Art arkaner Symbolik verantwortlich zeichnete. Sieh es dir selbst an, dies sind die Zeichen, von denen ich rede. Der alte Mann holte Schriften hervor, die mit bizarren Symbolen beschrieben waren. Worum handelt es sich bei dieser Festung? Warum ist sie verschwunden? Ich muss die Antwort in Erfahrung bringen und deshalb bleibe ich hier. Ja, ich sag mal, das ist möglich. Der Mann schlug die Augen weit auf und sie funkelten vor Aufregung. Eine andere Dimension, natürlich, ich hatte diese Möglichkeit noch nicht in Betracht gezogen, aber sie hört sich wahr an.
Die Stimme des Engels war ein Leuchtfeuer, das mich durch das Gewebe der Realität selbst führte. Mein Anwesenheit hier an diesem banalen Ort unterstützt diese Theorie. Könnte eine Festung solcher Größe einfach spurlos aus dieser Welt verschwinden? Natürlich nicht. Also kann die Burg hier niemals existiert haben. Vielmehr bin ich an den Punkt gereist, an dem sich die Welten überschneiden. Einen seltenen Ort, an dem sich die Dimensionen überlappen und sich die absolute Wahrheit manifestiert. Aus diesem Grund müssen die Wörter, die ich in der Festung entdeckte, der himmlischen Sprache der Engel selbst entstammen. Nicht wirklich. Der Erzengel, der mich hierher führte, muss die Reinheit und Hingabe in meinem Herzen erkannt und mit seiner universellen Sprache offenbart haben, damit ich mein Verständnis des Kosmos vertiefen kann. Der alte Mann wedelte aufgeregt mit seinen Papierfetzen in der Luft herum. Ausgezeichnet, ohne dich wäre dieser himmlische Geschenk eine Gelegenheit an mir vorbeigezogen. Du selbst musst nur eine weitere Erscheinung sein, die mir von den Engeln gesenkt wurde. Das wage ich stark zu bezweifeln. Ein Herald der Prophezeiung. Vielen Dank, himmlischer Bote. Bitte nimm dies. Er drückte mir einen schweren Beutel in die Hand, bevor er sich abwandte und davon humpelte. Ich rief ihm nach und fragte nach seinem Namen. Der alte Mann blickte zu mir zurück. Mein Name John Dee, Philosoph, Gelehrter und Zeuge der Worte von Engeln. Es soll eine lange Zeit vergehen, bevor ich herausfand, dass es sich bei dem alten Mann um einen genialen Alchemisten handelte, der ein Adelstyp auf der ganzen Welt in aller Munde war. Toll. Der legendäre Weiße Wolf. Also, Geralt hat diese Dimension verlassen. Schützender Mondstein, aha. Das war also die Sache mit Geralt gewesen. Gut, dann denke ich, mache ich das hier als nächstes. Was ist hier noch? Achso, ja, okay. Die Dinge anhalten natürlich alle. Den werde ich natürlich auch nochmal versuchen. Aber jetzt kommt dann erstmal eine, ja, diese Nebenquest hier. Der zweite Samurai, ein Krieger mit goldenem Schopf. Okay, er sieht irgendwie mit Tsurugi ziemlich ähnlich. Während meines Aufenthalts traf ich einen blonden Samurai. Es stellt sich heraus, dass auch er Soul erschinden wollte. Okay, Arthur? Deine Angriffe und die des Gegners zählen also als Konter. Also Arthur kenne ich tatsächlich noch nicht. Der Charakter sagt mir gerade rein gar nichts. Okay, vielleicht sollte man dazu auch sagen, ich habe erst mit Soul Calibur 3 mit der Reihe angefangen, aber trotzdem war ich eigentlich der Meinung, mich gut genug in allgemein auch den Plot vor dem dritten Teil eingelesen zu haben, dass ich eigentlich die meisten wichtigen Charaktere, also eigentlich alle wichtigen Charaktere kennen müsste. Aber okay. In der kleinen Siedlung, in der ich Halt machte, gingen Gerüchte über einen Mann mit einem Katana um, der auf der Suche nach Soul Edge war. Das musste mit Tsurugi sein. Als ich hörte, dass er den Ort gerade erst verlassen hatte, entschloss ich mich, ihn zu verfolgen, okay. Was ist dein Anliegen? Er trug die Rüstung und das Katana eines Samurais, aber er hatte blonde Haare und blaue Augen, er war wie ein Europäer. Ich erzählte ihm, dass ich Gerüchte über ihn gehört und ihn mit einem Freund verwechselt hatte. Das schien ihn zu amüsieren. Ist das so? Ich dachte schon, ich wäre der einzige blonde Samurai auf der Welt. Ich erzählte ihm, dass mein Freund auch auf der Suche nach Soul Edge war. Als ich ihm erzählte, dass mein Freund auch auf der Suche nach Soul Edge war, änderte sich seine Miene. Soul Edge, sagst du? Also da musste ich mehr über deinen Freund erfahren. Ich erzählte ihm von Mitsurugi, okay? Ich kann nicht zulassen, dass mir jemand zuvorkommt. Und du sagst, dass du hast gegen diesen Mitsurugi gekämpft, dann müsst ihr ungefähr gleich stark sein. Wenn das so ist, mein Name ist Arthur und ich fordere dich zum Duell. Okay. Interessant, gut. Mal sehen, wie ich gegen ihn fahre. Da fällt mir auf, ich habe immer noch keinen stärkeren Degen bekommen. Ich laufe immer noch mit den Level 29er Degen rum. Gut. Nicht gut. Aua, das ist nicht gut. Predictable. Strut.
Nicht gut. Okay. Wollte schon sein. Okay, gut. Das müsste reichen, damit ich den ersten Punkt zumindest holen konnte. Also nach den ersten Aktionen hatte ich echt befürchtet, dass ich zu wenig Schaden machen würde, aber das sieht doch relativ vernünftig aus, tatsächlich vom Schaden, den ich mache. Aber nicht gut. Aber okay. Fuck, nicht gut. Okay, gut, das dürfte doch hoffentlich reichen jetzt. Ja, puh. Glück gehabt. Habe ich den doch nochmal so besiegt bekommen? Gut. Bravo, ausgezeichnet. Ich hingegen bin enttäuscht von mir. Es wäre großartig, einmal mit diesem Mitsuri die Schwerter kreuzen zu können, aber wenn er nach Soul Edge sucht, dann werden wir uns bestimmt noch begegnen. Arthurs Mine wurde plötzlich unwirsch. Soul Edge darf nur mir gehören. Okay. Seine unbeirrbare Suche nach Stärke erinnerte mich an Mitsuri, und doch wurde ich das Gefühl nicht los, dass Arthur in Schwierigkeiten geraten würde. Als ich ihn davon gehen sah, fühlte ich mich ihm seltsam verbunden. Ich war mir sicher, dass wir uns nicht zum letzten Mal gesehen hatten. Okay. Oh. Erkundung beenden. Ja, obwohl. Mal schauen, was hier unten ist. Aber da ist offenbar noch eine Nebenquest dazu gekommen. Die werde ich dann jetzt nochmal machen. Und ich denke, nach der werde ich dann auch die Folge hier beenden. Wuhang ist ja immer noch dann auch der Astralis. Den mache ich, glaube ich, aber erst in der nächsten Folge. Gut, der zweite Samurai mit Tsurugis Aufenthaltsort. Yay, wieder mal gegen Bolter. Während ich in Kashgar war, begegnete ich Bolter ein weiteres Mal. Sie sagte mir, dass ein Schwertkämpfer aus dem Osten ihr mit einer gemeinsamen Demonstration geholfen hatte, Waren zu verkaufen. Den Gegner kann die Deckung leicht zerstören. Achso, ich muss sie nur auf eine bestimmte reduzieren. Gut. Als ich Kashgar erreichte, schallte mir die lebhafte Stimme einer Schmiedin entgegen, die ich kannte. Bolter. Kommt alle her, seht, was ich heute für euch habe. Diese gewaltige Axt aus dem besten Wurzdal, den ihr je zu Gesicht bekommen werdet. Oh, bei meiner Seele, selbst wenn das nicht Ria ist. Wie geht es dir? Soll ich deine Waffe richten oder willst du etwas kaufen? Bolter war so lebhaft wie immer. Ich fragte sie, ob es einen Grund für ihre Aufgekratztheit gab. Ich hatte einen neuen Gehilfen, der war genauso wie du. Hat meine Verkäufe ordentlich angeheizt. Ein Schwertkämpfer von der Insel im Osten. Ja, von einer Insel im Osten. Der konnte vielleicht mit seiner Waffe umgehen. Dank ihm sind meine Verkäufe durch die Decke gegangen. Ein Mann mit einem Schwert von einer Insel im Osten. Heißt er vielleicht Mitsurugi oder Arthur? Du willst mehr wissen? Tja, du weißt doch, wie der Hase läuft. Zieh. Wahrscheinlich das Schwert. Nicht an irgendwie in der Pfeife oder sowas. Aber ja, ich mag Bolter. Ich finde Bolter ein absolut sympathischer Charakter. Sie ist immer so gut gelaunt und irgendwie, keine Ahnung, ich finde sie einfach sympathisch. Gut. Auch wenn das ziemlich lustig aussieht. Okay. Aber nicht gut. Ey. Hallo? Ey. Das kann doch nicht. Gut. Wollte schon sagen, irgendwie. Irgendwie stelle ich mich gerade echt etwas sehr dämlich an gegen sie. Ey, komm schon. Das kann doch nicht wahr sein. Aua.
Aber... Oh fuck, das wird schmerzhaft. Okay. Die hat für mich ungünstige Blocks, sag ich mal so. Also, das ist nicht so für mich das Optimum. Vielleicht muss ich das einfach... Gut, das ist doch schon mal besser. Gut. Gut. Das ist... Gut. Okay, das reicht. Offenbar. Gut. Nur den gelben Bereich. Puh. Puh, was für ein großartiger Tag für Geschäfte. Ich muss wohl... Ich muss so viel lächeln, dass ich meiner Bank nachher unbedingt ein Päuschen gönnen muss. Die Kunden, die von unserer Demonstration eingeloggt worden waren, beendeten ihre Einkäufe und gingen wieder. Schließlich waren nur noch ich und Bolter da, die vor Freude ganz außer sich war. Ich fragte sie nach dem Schwertkämpfer, der ich hier durchgereist war. Oh ja, tut mir leid, ich war gerade etwas abwesend. Du willst etwas über Mitsurugi wissen? Bolter erzählt mir, dass Mitsurugi sich in... Sein Lebensunterhalt seit kurzem als Söldner verdiente. Er hatte in ihrem Laden Halt gemacht, um sich mit Nachschub einzudecken, bevor er sich an seinen nächsten Auftrag als Leibwächter eines Händlers machte. Du siehst aus, als würdest du ihm nachgehen. Solltest du jemals wieder in diesen Winkel des Waldes kommen? Wald? Okay. Lass uns wieder eine Demonstration veranstalten, ja? Also, ich weiß nicht. Ich hatte bisher nicht den Eindruck, dass das... Dass da Wald ist bei dem Ort, aber hey, egal. Gut. Aber egal. Ich beende hier jetzt auf jeden Fall erstmal diese Folge wieder. Mal sehen, wo es nächste Folge weiterhin geht. Wahrscheinlich nicht weiter mit Mitsurugi folgen. Vielen Dank fürs Zuschauen und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.